Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Growing Up. Wir machen sofort weiter. Ach ja, stimmt ja. Wir hatten Wendy geholfen, ihre blutige Hand in der Turnhalle zu deponieren. Und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Aber nachdem die Mobberin Wendys Handwerk gefunden hatten, wurde sie eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen. Doch sie hatte Glück im Unglück. Alle waren sehr beeindruckt von ihrem Talent. Kurz darauf wurde sie in die Theater AG eingeladen, um bei deren ersten Stück mitzuhelfen. Wendy willigte zwar nur widerwillig ein, doch wie sich herausstellte, war dies nur der erste Schritt ihrer Karriere. Einige Monate später lädt sie dich ins Orpheum-Theater ein, wo das erste Stück aufgeführt wird, an dem sie in der Maske mitgearbeitet hat. Nach der Show triffst du dich mit Wendy vor der Schule. Und wie hat es dir gefallen? War toll. Die Spezialeffekte waren echt beeindruckend. Du kannst das echt gut. Schon, oder? Es macht tatsächlich Spaß, für die Theater-AG Effekte zu machen. Hab ich doch gesagt. Gut so, bade dich in Selbstgefälligkeit. Ach was, ich bin froh, dass du Spaß hast. Wendy sieht dich eine Weile nur an. Ey, danke, dass du an mich geglaubt hast und dass du mir so eine gute Freundin bist. Du lächelst. Also? Wollen wir schwänzen und einen Horrorfilm gucken? Ernsthaft? Jetzt willst du schwänzen? Du zuckst mit den Schultern. Nee, ich glaube, die Zeiten sind für mich vorbei. Ich mag Schule zwar nicht, aber ich sollte jetzt endlich dafür sorgen, dass ich sie schnell hinter mir habe. Statt sie noch weiter in die Länge zu ziehen. Du hast dir mit Wendy viele Horrorfilme angesehen. Einige davon haben tatsächlich bleibenden Schaden an deiner Psyche hinterlassen. Die Albträume, in denen ein Mann in winzigen Würfeln geschnitten wird, werden nicht so schnell aufhören. Zum Glück gibt es viele Therapeuten in der Stadt. Die Highschool nähert sich dem Ende und du freust dich, dass du eine schöne Zeit mit Wendy hattest. Ihr werdet für immer Freunde bleiben. Yay! Ich kann jetzt ins Theater. Theater, Theater. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Mir fehlt noch ein bisschen Geld, ne? Das habe ich. Das könnte ich. Ah, Dungeons and Dragons bringt nichts. Und wir machen das hier mal. Das kostet mich nämlich sehr viel. Ey, ich weiß nicht, ob wir so gut abschneiden werden. Dann gehen wir noch mal ein bisschen Videospiele spielen, nur um unsere Eltern zu ärgern. Guck mal auf die Gehirnkarte, was hier los ist. Ja, das hat sich gelohnt. Ach ja, manchmal lohnt sich das ja richtig, ne? Uhuhu, das hat sich gelohnt. Und wir können auch in die nächste Gehirnkarte. Das ist sehr gut. Ich gucke aber gerade noch. Teleport bringt mir. Also bringt mir auch nicht. Gibt es irgendwas, was ich unbedingt machen möchte? Super Wissenspunkte. Wollen meine Eltern irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal zur nächsten Gehirnkarte. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Bin ich Gehirnpunkte. Ach, das ist super Vorstellungskraft. Bringt mir aber auch nicht. Nein, die super Erkenntnis kostet 25 und ich kann sie mir nicht leisten. Jetzt kann ich sie mir leisten. Haha. Spiel, ich hab dich ausgetrickst. Ja, oder du vielleicht mich. Ich bin mir da nicht so sicher, aber tun wir einfach mal so. Mir alles nicht leisten. Wieso ist das so teuer? Das ist doch gemein. 81 habe ich, okay.
Vor einem Monat, von dem Moment an, als Kato mit Büchern in der Hand an deiner Haustür erschien, wusstest du, dass sich etwas geändert hatte. Dein Selbstvertrauen scheint gelitten zu haben, auch wenn er vorher schon nicht viel davon hatte. Und jetzt findest du bei etwas, was eine gemeinsame Lernstunde sein sollte, heraus, warum. Kato sieht dich niedergeschlagen an, fuchtelt mit den Händen über seinen Büchern herum. In dem hier bin ich gut. Lesen, lernen, mich verstecken. Aber wenn ich mit jemandem ein Gespräch führen soll, bin ich verloren. Welcher zukünftige Arzt kann nicht mit seinen Patienten reden? Es ist nicht gut gelaufen, hä? Vielleicht hätte ich nicht gehen sollen. Glaub mir, das hätte keinen Unterschied gemacht. Als du weg warst, hat sie mich gesehen und es war einfach nur peinlich und unangenehm, als wären wir Fremde. Ich hätte mir gewünscht, du wärst wiedergekommen und ich hätte die Sache mit ihr einfach vergessen können. Frustriert haut er sich auf die Stirn. Ist das nicht schlimm? Ich war es schließlich, der sie eingeladen hat. Aber irgendwie... Es war nicht so einfach, mit ihr zu reden. Nicht so wie jetzt mit dir. Aber du und Spellcaster-Wett, ihr kanntet euch doch schon. Du redest doch die ganze Zeit mit ihr online, oder nicht? Kato nimmt seine Brille ab und reibt sich müde die Augen. Vielleicht ist es so einfacher. Vielleicht fühle ich mich so sicherer. Ich war nur so nervös, so ganz ohne Tastatur und Bildschirm. Und vielleicht hätte ich ihr nicht gefallen, was sie sieht. Als er seine Brille wieder aufsetzt, sieht er so aus, als hätte er ein paar Tränen vergossen. Ihm sagen, dass er süß ist. Ich denke nicht, dass ich dir das glauben kann. Er sieht dich überrascht an. Du bist daran gewöhnt, dass Night Even nur Worte auf einem Bildschirm sind. Nicht ich, nicht das hier. Vertrau mir, Kato. Ich habe nichts an dem auszusetzen, was ich vor mir sehe. Kato scheint nicht so recht zu wissen, was er mit einem Kompliment anfangen soll. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass du süß bist. Er sieht dich lange und intensiv an. Dann formt sich langsam ein Lächeln auf seinem Gesicht. Ja, wir kriegen den Arzt. Wow. danke. Er kaut auf seiner Unterlippe herum, lässt sich fallen und atmet erleichtert aus. Du beobachtest, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt, während er an die Decke starrt. Nach einer kurzen Weile stützt sich Kato auf seinen Ellenbogen. Er sieht dich an, als würde er gerade ein Problem lösen. Weißt du, ich glaube, ich weiß, was das Problem war, als ich sie traf. Wer Castor wird? Echt? Das war's nicht, du. Knutschen, knutschen! Ihr beide scheint gleichzeitig einen schnellen Atemzug zu nehmen. Es ist, als wäre er plötzlich wärmer geworden. Ah! Ist definitiv nicht ich. Definitiv nicht. Es geht ja schon damit los, dass ich nicht zaubern kann. Kato hebt eine Augenbraue und sieht auf einmal ganz anders aus als sonst. Das stimmt so nicht. Das Selbstvertrauen, das schlaue Hochziehen einer Augenbraue. Auf einmal wird es so warm im Raum. Er bewegt sich kein Stück, während du ihm langsam näher kommst. Oh mein Gott. Ich fühle mich gerade, als würde ich ein Erotikbuch lesen. Das ist so... Na, so geht's mir gerade, wenn ich gerade meine Bridgerton-Bücher lese. So, man freut sich einfach für die Charaktere einfach so unglaublich mit. Man freut sich einfach. Halb liegend rührt er sich auf seinen Ellenbogen, gestützt nicht... Halb liegend rührt er sich auf seinen Ellenbogen, gestützt nicht vom Fleck, während du dich nach unten beugst. Als eure Lippen sich berühren, weicht er weder zurück, noch drängt er sich dir auf. Naja, zurückweichen geht nicht, der liegt ja schon auf dem Boden. Während ihr euch küsst, streicht er mit einer Hand über deine Wange. Es fühlt sich absolut richtig an. Wie nichts anders von einem Paladin zu erwarten, ist er ein echter Gentleman. Oh. Familienfilmabend, ihr schaut ein Klassiker aus dem Kino, das Schiff. Hast du das gesehen? Ein Captain geht immer mit seinem Schiff unter. Du siehst Tränen in den Augen deiner Eltern. Ich würde auf das erste Rettungsboot gehen. Du hast keinen Anstand, aber ich wäre auch auf dem Rettungsboot. Als Kapitäne werdet ihr beiden furchtbar. Ihr lacht leise, bevor du mit deiner Familie zusiehst, wie das Schiff im eiskalten Ozean versinkt. Erhöhe Empathie. Kann ich ja machen. Kann ich mir schon das eine Ding kaufen? War das jetzt 250? Oder was war das? Nee, das war Plattform, ne? 350, ich fasse es nicht und ich kriege kein Taschengeld. Die Comics lesen nicht.
Davon machen wir mal zwei. Davon machen wir mal zwei. Davon zwei. Und davon zwei. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Boah, ich bin echt überarbeitet. Algebra und Naturketten könnte ich jetzt lesen. Ich sehe schon, ich bin richtig begeistert hier. Na komm, mach das fertig. Was passiert jetzt, wenn ich... Jetzt bin ich ja bei Minus. Du hast deine geistige Gesundheit vernachlässigt. Nun steht sie auf Null. Wenn deine geistige Gesundheit oder Elternzufriedenheit noch zweimal auf Null sinkt, ist das Spiel vorbei. Wenn du das nächste Mal Probleme hast, bitte deine Eltern um eine Reise oder einen Ausflug oder ist etwas im Dinner und Restaurant. Mir egal. Jedes Mal, wenn deine geistige Gesundheit... Wenn du noch zwei Treffer erhältst, bist du... Ja, ich habe aber noch 6 Runden hier. Das Ding vorbei. Ich muss ja... Es ist voll, ne? Das habe ich jetzt optimal genutzt. Ja, jetzt wo ich die 250 habe, werde ich mal richtig pushen. Dann gehen wir mal in die Gehirnkarte. Leute, manchmal bin ich auch ein bisschen zu dumm. Ich sollte ja Empathie fördern, ne? Ah, das ist gemein. Na gut. Und dann. Partie läuft langsam. Machen wir mal Nahrungsketten. Und gehen nach Hause. Es ist eine Weile her, seit du mit Buddy und Jake gemeinsam Zeit im Park verbracht hast. Das Ende der Highschool ist da und irgendwie ist es, als wäre das die beste Art, die Zeit zu verbringen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen, was? Wir werden doch nicht sterben, wir beenden nur die Schule. Ich meine nicht Abschied von euch nehmen, sondern von allem, der ganzen Schule und, keine Ahnung, meinem Leben. Buddy sieht sich um. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre mein Leben zu Ende. Die Zukunft macht mir wirklich Angst. Auf welches College soll ich gehen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Es macht mir alles Angst. Genau das meine ich. Ihr spinnt alle beide. Die Zukunft ist nur anders. Sie ist nicht der Tod und sie ist auch nicht beängstigend. Oder vielleicht doch und gerade das ist das Gute an ihr. Hättet ihr gedacht, dass wir nach all den Jahren immer noch Freunde wären? Naja, gehofft hatte ich es schon. Aha, ich auch. Und du? Was hast du damals von uns gehalten, als wir uns gerade kennengelernt haben? Ich weiß nicht mehr, was ich von euch gehalten habe, aber ich bin froh, dass wir immer noch Freunde sind. Hehe, ja, so geht es mir auch. Es ist, als hätten sich nach langer Zeit ein großer Kreis geschlossen. Was werdet ihr nach der Highschool machen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, aber ich bin schon gespannt. Wieso? Na, weil es etwas Neues ist. Es macht Angst, aber es ist auch aufregend. Ich wünschte, ich könnte auch so denken, aber ich habe einfach nur Angst. So ist das halt. Freunde müssen sich gegenseitig die Waage halten. Ihr redet noch eine ganze Weile über die Vergangenheit und die Zukunft. Dies ist eure letzte Unterhaltung vor eurem Schulabschluss. Alles geht auf einmal so schnell. Buddy hat sich für ein College in einem anderen Bundesstaat entschieden.
Mord landet noch vor dem Ende der Highschool wegen Drogenbesitzes im Jugendarrest. Doch noch bevor der Sommer vorbei ist, ist er wieder draußen. Es ist schön, dass Jake mit dir zusammen den Abschluss geschafft hat. Ja, ich muss noch die Prüfung machen, Leute. Ist denn hier auch was? Warte mal, wie sieht eigentlich mein Dings aus? Wir pushen das mal. Mit... Beefburger? Krieg ich ja dann beim nächsten Mal wieder Taschengeld. Was denn hier? Im Theater triffst du auf einen Notizblock. Dieser ist im Gegensatz zu den meisten anderen bis in die Ecke, letzten Ecke vollgeschrieben. Sie wird bei dem Anblick ganz schwindelig, dann erblickst du eine Frau, die nervös herumläuft. Sie scheint nach etwas zu suchen. Du hältst den Notizblock hoch und winkst zu ihr. Oh, du hast ihn gefunden. Puh. Ich brauche kurz eine Atempause. Du rettest mir damit echt das Leben. Ich brauche ihn nämlich für ein wichtiges Meeting in einer Stunde. Hey, hast du vielleicht schon mal eine berufliche Karriere in der Politik oder im Justizwesen in Betracht gezogen? Ich mag Richtersendungen. Ja, die sind immer so dramatisch. Sie waren auch der Grund dafür, dass ich mich entschieden habe, eine Laufbahn als Anwältin einzuschlagen. In der Realität ist das Ganze viel weniger glamourös, als man arbeitet. Aber man arbeitet mit den Regeln der Gesellschaft. Ich komme übrigens oft her, um unsere regionalen Künstler zu unterstützen. Wenn du wieder in der Nähe bist und Lust darauf hast, können wir gerne weiter plaudern. Ich heiße übrigens Alessandra. Freut mich. Aber jetzt muss ich schnell zu einem Meeting. Man sieht sich. Mit dem Notizblock fest an die Brust gedrückt, verabschiedet sich Alessandra fröhlich von dir und macht sich auf den Weg. Ah, hier kann ich Schneiderei lernen. Pause. Wie viele Runden habe ich? Noch 3. Überleg gerade. Fertigkeiten. Hier habe ich alles fertig. Hier aber noch nicht. Ich kann einmal Bruchrechnen reicht vollkommen aus, Mensch. Davon machen wir mal 3. Davon. Dann gehen noch einmal Comics lesen, nur um meine Eltern zu ärgern. Als Kato dir anbot, eine Runde Sales and Sorcery zu schmeißen, warst du Feuer und Flamme. Nun sitzt er in deinem Zimmer auf dem Boden und stellt dir eine Würfelschale vor die Nase. Dein Gesichtsausdruck gibt dir irgendwie das Gefühl, dass dies kein normales Spiel sein wird. Okay! Was grinst du denn so komisch? Die kann man nichts vormachen. Er holt einen W6 aus der Tasche und legt ihn auf den Würfelteller. Dann legt er einen kleinen Zettel auf den Boden. Oh, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Würfel. Vielleicht ist das eine dämliche Idee, aber naja, wir müssen es auch nicht tun. Du blickst auf den Zettel, auf dem Zahlen 1 bis 6 stehen. Jede Zahl steht für eine bestimmte Handlung. Kato hebt die Braue. Ihm scheint das Ganze peinlich zu sein, aber gleichzeitig scheint er sich auch darauf zu freuen. Ah, der ist so süß, der Boy. Unser Schicksal liegt in den Händen des Würfels. Wollen wir jetzt spielen? Würfel. Du lächelst ihn auf eine Weise an, die er hoffentlich als Zeichen dafür versteht, wie sehr du spielen willst. Dann greifst du langsam nach dem Würfel. Er grinst dich schelmisch an. Ein Lächeln, das dein Herz zum Schmelzen bringt. Oh, das ist so schön. Fühl dich nicht gezwungen zu... Kato, Ruhe jetzt, wir spielen. Manchmal ist er zu nett. Oh, er ist so süß. Ja, ist er nett. Ach, der ist echt süß. Der Würfel fliegt in der Schale umher, bis er zum Stillstand kommt. Du hast eine 3 gewürfelt. Er küsst dich auf die Hand. Oh. Mit einer absoluten Selbstverständlichkeit nimmt Kato deine Hand. Er küsst sie und kann den Blick nicht von dir lassen. Du kannst gar nicht anders, als dich wie eine Prinzessin zu fühlen. Dann legt er deine Hand vorsichtig wieder ab und lehnt sich erwartungsvoll zurück. Würdet ihr noch einmal würfeln, my lady? Noch einmal, komm. Du greifst wieder eifrig nach dem W6. Noch einmal würfeln kann nicht schaden. Der Würfel fliegt in der Schale umher, bis er zum Stillstand kommt. Du hast eine 1 gewürfelt, er küsst dich auf die Wange. Oh, das muss ich mal mit dem Xen. Ach, wir haben so einen Würfel gar nicht. Doch, aber. Mit einem schüchternen Kichern beugt sich Kato nach vorn und du spürst seine Lippen auf deiner Wange. Ganz sanft und langsam, denn dann setzt er sich lächelnd wieder hin. Du entscheidest noch ein letztes Mal zu würfeln, diesmal mit Gefühl.
Der Würfel fliegt in der Schale umher, bis er zum Stillstand kommt. Du hast eine 5 gewürfelt. Du musst ihn auf den Mund küssen. Selbst Kato wird jetzt ganz rot. Also auch wenn ich das so aufgeschrieben habe, musst du nicht. Du bringst ihn zum Schweigen, indem du die Anweisung ganz eifrig befolgst. Du hörst noch, wie er etwas murmelt, bevor er sich dem Moment ganz hingibt. Du spürst, wie er sich an die Wand hinter ihm lehnt. Doch als du versuchst, den Kuss zu vertiefen, stößt er dich sanft weg. Leider hieß es nur auf den Mund küssen. Würdet ihr noch einmal würfeln, my lady? Du schiebst die Schale vorsichtig, aber bestimmt zur Seite. Du siehst, wie Kato nervös schlucken muss. Okay. Weißt du, ich liebe Spiele, aber im Moment brauche ich keinen Würfel, um zu wissen, was ich tun will, Kato. Als er sich auf dich zubewegt, weißt du, dass es ihm genauso geht. Oh mein Gott, voll schön. Bin ich die Einzige, die das voll gut findet? Der Hase will den Wolf fressen. Sehr gut. Ich bin ein Fan von diesem Hasen. Die Schule neigt sich dem Ende zu und du bist auf dem besten Weg, eine gute Note zu bekommen. Es besteht kein Zweifel daran, wem das zumindest in einem Fach zu verdanken ist. Er ist gerade dabei, sein altes, verbeultes Fahrrad zu holen. Ein Drahtesel, der ihm mittlerweile schon viel zu klein ist. Hey Kato. Kato dreht sich um und verbeugt sich mit einem warmen Lächeln tief vor dir. Einige Schüler können sich ein Kichern nicht verkneifen, doch das interessiert euch beide wenig. Meine Dame, die Heldin der gestrigen Sitzung. Redest du über das Spiel oder das, was danach passiert ist? Eine freche Bemerkung, aber Katos Gesichtsausdruck ist es absolut wert. Kato stottert offensichtlich verlegen ein wenig herum. Kann ich sagen, beides? Einige Schüler zeigen auf ihn und flüstern hinter vorgehaltener Hand. Das Genie der Schule, Eiskönig Kato, redet so unbekümmert wie ein normaler Mensch. Ich lasse die Bombe platzen. Du lehnst dich näher an Kato, als würdest du den anderen unbedingt Gesprächsstoff geben wollen. Wollen wir die Bombe platzen lassen? Ja, lass uns das machen. Er nimmt dich in den Arm und küsst dich mitten in der Schule. Du hörst das Quietschen und das Seufzen der Leute um euch herum. Fast wie ein Prinz streckt er anmutig und edel seinen Arm nach dir aus. Darf ich dich bei der Enthüllung unseres Schicksals begleiten? Du meinst den Moment, in dem wir herausfinden, was wir beide bereits wissen? Dass du ein Genie bist und der beste und lustigste Arzt der Welt sein wirst? Ein kurzer Moment verschwindet das Lächeln vor seinem Gesicht. Ich hoffe wirklich, dass du recht behalten wirst. Ach, Kato, ich brauche keine Würfel, um zu wissen, dass das stimmt. Katos Lächeln kehrt zurück, als du nach seinem Arm greifst. Arm in Arm macht ihr euch auf, um eure Ergebnisse abzuholen. Yeah, jetzt kann ich Evolution. Voll nice! Und wir machen das hier noch fertig. Wir sind jetzt bei 85. Jetzt 86. Das ist... Yeah, und ich habe die Empathie erhöht. Das ist ja mega geil. Nee, ich muss unbedingt spielen. Ich muss echt spielen, weil sonst bin ich schon wieder echt am Limit. Ich habe zwar das Geld... Ich glaube, hier ist wahrscheinlich dann auch Evolution, ne? Evolution ist zum Beispiel nur 10. Dann hält sich das hier nämlich wieder in der Waage und dann können wir in die Gehirnkarte. Nehme ich das mit? Erhöht alle Attribute um 15 und erhöht deren Passivboni um 1. Finde ich nämlich gar nicht so übel. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Super Erkenntnis. Oh, ich habe jetzt den Fall. Ich habe einmal das Falsche gedrückt, ey. Wie ätzend. Nochmal eine super Erkenntnis, die ich nicht brauche. Sehr gut. Und 15 finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Kommen wir mit den Aktionspunkten eigentlich gut voran. Teleport!
Gehirnpunkte. Ah, ich noch Charme. Ah nein, hier sind auch nochmal. Jetzt aber. Im Park triffst du wieder auf diesen seltsamen Journalisten vom letzten Mal. Diesmal schnüffelt er nicht herum, sondern schreibt nur in sein Notizbuch. Oh, hallo, wir kennen uns doch. Du hast dich nicht zufällig entschieden, doch auf die Towson Baptist High School zu gehen oder zuzugeben, dass du bereit auf ihr bist, oder? Nein. Schade, das würde mir nämlich sehr helfen. Was genau recherchieren sie eigentlich? Oh, ich habe schon viel zu viel gesagt. Ein guter Journalist darf seine Nachforschung kein Risiko aussetzen. Aber ich kann dir gern andere Fragen beantworten. Möchtest du zum Beispiel irgendwas über das Schreiben wissen? Haben Sie vielleicht einen Ratschlag für das Schreiben von fiktiven Geschichten? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit realen Artikeln, aber als Hobby schreibe ich fiktive Geschichten. Die machen den meisten Spaß. Es heißt oft, dass du das schreiben sollst, was du weißt. Das ist ein guter Ratschlag, aber ich sage immer, schreibe, was du träumst. Mach dir keine Sorgen, falls es anfangs vielleicht langweilig oder nicht originell sein könnte. Man muss einfach ein wenig herumexperimentieren, bis man den richtigen Stil für sich gefunden hat. Nun muss ich aber meine Notizen weiter sortieren. Damit steckt er die Nase wieder in sein Notizbuch. Das Gespräch scheint vorbei zu sein. Achso, Heldenreise. Ich habe aber keine Gehirnpunkte mehr. Doch, jetzt habe ich. Also unsere Statur ist und unsere Empathie ist ja immer irgendwie noch am schlechtesten, ne? So, damit sind wir nach Hause, dann gehen wir nach Hause. Neue Erwartung, erhöhe Charme. Mit Schirmscham und Melone oder was? Na schön, aber ich mache hier Feierabend für heute. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich finde es so gut. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, auf Wiedersehen und bye bye.